der große Bogen der ACTA ist eigentlich der, dass er wird eine unfassbare, komplexe, wunderschöne, vielfältige Welt geschaffen. Dann haben sich langsam die Gruppen da drin sich voneinander getrennt, die haben Krieg geführt, die haben Mauer gebaut und irgendwann ist der Untergang nicht mehr zu vermeiden. Frigg ist die Frau von Odin und eine Seherin, der die Zukunft. Es gibt schon ganz viele, die die Zukunft schon erkennen und es ist ziemlich erstaunlich, wie wenig das einflusst, dass es da doch alles untergeht. Ah, Sif ist die Frau von Thor und Thor hat am Anfang ja nicht seinen Hammer und er kriegt seinen Hammer, weil Loki, der Blutbruder Thor und der Unruhestifter der Götter, skalpiert Sif, Thors Frau, eine Nacht und da gibt es, wie man sich vorstellen kann, ziemlich großes Ärger und er geht auf die Suche, um ihr neuen Haar zu besorgen und kriegt von den Zwergen ein selbst erwachsenes goldenes Haar und eben ein Hammer. Er ist so ein bisschen der Joker zu, so wie Joker zum Batman, ging fremd unter den Riesen und hat mit Angry Border, was wahrscheinlich seine echte Liebe gewesen ist, drei Kinder. Die eine ist die Midgard-Schlange, die siebenmal um die Erde, so die Götter dann ins Meer geworfen haben und siebenmal um die Erde kreist. Fenris-Wolf, der am Ende der Zeit Odin fressen wird. Und eben Hel, die halb lebendig und halb tot ist und der Odin in die Unterwelt schickt und die regiert über die Toten, über den Toten. Asgard, das ist der Hochboot der Götter, das ist das Utopiereich und das ist das Reich, der nach dem Krieg von einer Mauer umschlossen wird. Und diese Mauer, die dafür dient, die Riesen und die Zwergen und den anderen rauszuhalten, können die Götter ja nicht selber bauen oder wollen nicht selber bauen und lassen deswegen die Riesen den Mauer bauen. Er ist der, der den Asgard schützt für den, von den Riesen, die ja in die Wölesbau am Anfang zum Untergang der Götter beitragen werden.